Hey ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe heute mal wieder eine Rezension für euch. Und zwar wieder eine Rezension zu einem Psychothriller von Wolfdorn. Viel Spaß! Ich bin gerade ein bisschen im Psychothriller-Modus und das, obwohl ich nie gedacht hätte, dass das Genre mal was für mich ist. Allerdings hat Wolfdorn es mir gerade tatsächlich total angetan, deswegen kann ich auch sagen, ich bin so ein bisschen im Wolfdorn-Modus. Und nachdem ich Dunkler Wahn beendet habe, die Rezension für dazu findet ihr übrigens hier irgendwo verlinkt, oben ist glaube ich irgendwo ein Fragezeichen. Nachdem ich das Buch beendet hatte, was ja zu Jan Forstners Geschichte zurückgreift, habe ich tatsächlich direkt zu Phobia gegriffen. Phobia greift tatsächlich auf den Hauptprotagonisten, also auf den Protagonisten aus dem allerersten Wolfdorn-Buch zurück, aus Trigger. Also haben wir hier, wie heißt er denn nun? Marc Berendt. Berendt, ja, ich glaube Berendt spricht man es aus, ist ein deutscher Name. Also haben wir hier Marc Berendt, auf den wir wieder zurückgreifen in dieser spannenden Geschichte. Und bevor ich euch vorlese, worum es geht, möchte ich ganz kurz ein paar Worte über dieses Cover verlieren. Ist es nicht unheimlich? Es glänzt gerade ein bisschen zu sehr in meinem Licht. Es ist mega unheimlich. Ich finde es wirklich, wirklich mega unheimlich. Einfach weil Puppen unheimlich sind und dann auch noch so eine ausgebrannte Puppe. Also bei diesem Buch hatte ich echt Respekt vor dem Cover allein schon. Wo ich dann wirklich dachte, oh Gott, dieses Cover möchte ich, also dieses Buch mit diesem Cover möchte ich eigentlich nicht so lange auf meinem Nachttisch rumliegen haben. Weshalb mir dann gesagt worden ist, ich soll es einfach ganz schnell an einem Tag durchlesen. Ja, fast so ist es dann tatsächlich passiert. Ich kann allerdings sagen, jetzt im Nachhinein habe ich gar nicht mehr so viel Angst vor dem Cover. Wenn ich es jetzt angucke, ist es eigentlich mehr, dass ich so einen traurigen Hintergedanken dabei habe, weil es so einfach so ein bisschen so, ja, einfach eine traurige Geschichte dahinter hängt. Also so viel kann ich schon mal verraten. Dieser verbrannte Puppenkopf hat tatsächlich etwas mit dem Inhalt zu tun. Angst hat ein Zuhause. Der Wagen ihres Mannes in der Auffahrt. Sein Schlüssel in der Haustür. Seine Schritte auf dem Flur. Für Sarah Bridgewater sind es vertraute Geräusche. Doch es ist mitten in der Nacht und der Mann auf dem Flur ist nicht Stephen. Trotzdem behauptet der Fremde, ihr Mann zu sein und er scheint alles über sie zu wissen. Sarah bleibt zunächst keine Wahl, als sich darauf einzulassen, denn nebenan schläft ihr 6-jähriger Sohn. Es ist eine super mega spannende Geschichte und tatsächlich eine sehr gruselige Geschichte, denn Phobia, also die Phobie, die Angst, ist tatsächlich Programm. Wenn man sich selbst so ein bisschen mit Phobien auskennt, dann kommen einem die Schilderungen relativ bekannt vor. Selbst wenn man sich nicht selbst damit auskennt, ist es auf jeden Fall so beschrieben, dass man auf jeden Fall versteht, wo Ängste herkommen, was die für Ursachen haben können, wie sich das dann im Endeffekt zeigt und was das dann für Auswirkungen auf das Leben haben kann, eines normalen Menschen eigentlich. Also Phobia ist definitiv Programm in diesem Buch. Was ich bisher so an Wolfdorn geliebt habe, also an seinen Büchern, finden wir in diesem Buch auch wieder. Wir haben spannende Charaktere, gut ausgefeilte Charaktere vor allem. Zum einen teilweise welche, die wir halt aus anderen Büchern noch kennen. Ich muss dazu tatsächlich sagen, dass ich mich an die Vorgeschichte mit Marc nicht mehr, also an seine private Vorgeschichte nicht mehr so hundertprozentig erinnere. Das ist allerdings gar nicht so schlimm, denn alles, was wichtig für dieses Buch ist, wird auch in diesem Buch nochmal erläutert und nochmal aufgegriffen. Von daher ist es nicht dramatisch, wenn ihr Trigger nicht gelesen haben solltet, bevor ihr Phobia lest. Man kann die Bücher definitiv getrennt lesen. Dadurch, dass aber diese Figuren einfach immer mal wieder aufgegriffen werden, mag ich es einfach total gerne, diese Bücher dann halt auch in der entsprechenden Reihenfolge zu lesen. Wir haben in diesem Buch wieder eine relativ große Handvoll an verschiedenen Charakteren, die aber alle wirklich sehr liebevoll gestaltet worden sind und eben auch individuell gestaltet worden sind. Es ist nicht ganz so eine große Vielfalt wie in den Büchern davor, habe ich den Eindruck. Ist allerdings überhaupt nicht schlimm. Was mir auf jeden Fall sehr gut gefällt, ist, dass mit jedem Kapitel die Person gewechselt wird. Wir wechseln immer zu der Person, die gerade eben am spannendsten gerade etwas erlebt und was den Zuschauer noch mehr
mitnimmt und mehr in die Geschichte hineinzieht und eben auch fesselt. Das heißt, die Kapitel sind wieder relativ kurz, was ich persönlich ja sehr, sehr liebe. Ich liebe kurze Kapitel, da bleibe ich dann einfach dabei, weil das einfach mehr, also für mich regt das mehr zum Lesen an tatsächlich. Und deswegen sind diese kurzen Kapitel ein sehr, sehr großer Pluspunkt. Und so erfahren wir eben durch den Sprung zu den verschiedenen Standorten und zu den verschiedenen Charakteren, erfahren wir eben mehr von der Hintergrundgeschichte und von verschiedenen Seiten einfach. Gleichzeitig habe ich allerdings das Gefühl gehabt, dass in diesem Buch ein relativ großer Unterschied zu den anderen Büchern, die bisherigen Bücher, schon vorhanden ist. Einfach weil sich hier nicht so viel im Hintergrund abspielt. Also beziehungsweise es ist nicht so viel, was die direkte Psyche betrifft, sondern tatsächlich, blöd gesagt, eine reale Person, die diese Angst einfach verbildlicht. Also wir haben tatsächlich nicht ganz so viel im Dunkeln zu tapsen wie in den anderen Büchern. Es ist relativ klar, auch wenn man nicht genau weiß, wie alles zusammenhängt und was eigentlich die Hintergedanken dabei sind und wie man auf solche Gedanken kommt. Und das stellt sich erst so nach und nach raus. Aber es ist nicht ganz so, dass wir im Dunkeln der Psyche rumeiern und so die dunkelsten Tatsachen aufdecken. Es ist schon sehr auf die Psyche bezogen, ja, weil Phobien einfach in der Psyche ihren Ursprung haben und da einfach ausgelöst werden. Also so gesehen ist es in der Psyche begründet, aber nicht ganz so verwirrend, in Anführungsstrichen, wie die bisherigen Bücher. Somit bildet Phobia einfach nochmal einen neuen Grundstein, was die Wulfdorn-Bücher betrifft. Und ich bin auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gespannt, wie es da weitergeht. Phobia hat mich jetzt tatsächlich 2 Tage lang begleitet. Ich habe, glaube ich, Sonntag angefangen und habe es Montag dann während meines Arztbesuches in Münster in der Augenklinik beendet, während ich da super viel Zeit einfach im Wartezimmer verbracht habe. Da liest es sich einfach echt gut, wenn man eh warten muss. So gesehen hat Phobia wirklich bloß 2 Tage bei mir zugebracht. Weil ich ja die Angst vor dem Cover verloren habe, allerdings erst gegen Ende, hätte es so gesehen tatsächlich länger da bleiben können. Aber ich bin mega froh, dass ich ein Buch hatte wieder, das mich einfach so fesseln konnte, dass ich es nicht beiseite gelegt habe und immer weiter gelesen habe und dass es mir so schöne Lesestunden bereitet hat. Ich kann also sagen, ich bin ein wirklich großer Wulfdorn-Fan geworden, womit ich nie gerechnet hätte. Ich kann bisher alle seine Bücher, die bis Phobia erschienen sind, das ist Trigger, das ist Kalte Stille, das ist Dunkler Wahn und Mein böses Herz und Phobia natürlich. Das sind 5 Bücher jetzt, die ich von ihm gelesen habe, die ich bisher alle empfehlen kann und die tipptopp sind. Und auch dieses Buch hat mich einfach super begeistert. Ich habe jetzt als nächstes die Kinder noch von ihm stehen bei mir im Regal und werde mir noch Die Nacht gehört den Wölfen noch zulegen. Und dann kann es auch schon weitergehen und ich glaube, dann habe ich alle seine Bücher, die er bisher geschrieben hat, gelesen. Ich kann also Phobia und auch alle anderen Wulfdorn-Titel definitiv weiterempfehlen, wenn ihr Fans von Thrillern und eben auch Psychothrillern seid. Gut, bei Phobia ist der Psyche-Anteil halt, wie gesagt, nun etwas geringer, aber der Schreibstil ist definitiv genauso gut wie in den anderen Büchern. Wenn ihr Wulfdorn also bisher noch nicht gelesen habt, aber zum Beispiel Fitzek-Leser seid, dann greift gerne mal zu einem Buch. Gut, Fitzek produziert nun auch ständig nach, aber falls ihr zwischendurch noch mal Zeit habt, einen anderen Thriller zu lesen, ich empfehle euch wärmstens Wulfdorn. Das wäre dann auch schon wieder meine Rezension für heute. Ich bin mega, mega froh, dass mich dieses Buch einfach so fesseln konnte und mich jetzt doch ein paar Tage oder 2 Tage begleitet hat und mich in sich hineingesogen hat. Ich hätte echt nicht gedacht, dass ich jetzt so ein Thriller-Leser werde tatsächlich. Ich glaube, es hält sich auch auf ein paar Autoren beschränkt. Ich werde jetzt erstmal wieder zu einem anderen Genre greifen, denke ich, und wenn dann der neue Fitzek da ist, beziehungsweise ich das nächste Buch von Wulfdorn da habe, dann werde ich wieder zu einem Psychothriller greifen und ich freue mich jetzt schon auf das Lesen tatsächlich. Habt ihr Wulfdorn denn schon gelesen, beziehungsweise kennt ihr Phobia schon, beziehungsweise, ich zeige euch dieses Cover nochmal, was löst dieses Cover bei euch aus? Also, ich finde es mega gruselig, wobei ich jetzt, mit der Hintergrundgeschichte ist es dann einfach wieder was anderes, aber ich finde es einfach mega unheimlich. Tippt es gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet.
Ansonsten sage ich jetzt aber vielen Dank fürs Zuschauen. Es gibt noch weitere Wolf-Dorne-Rezensionen auf meinem Kanal und auch von Fitzek habe ich schon was rezensiert. Schaut einfach mal hier an der Seite vorbei, da findet ihr auf jeden Fall einen Link zu meinen Buchrezensionen. Ja, ansonsten stöbert gerne mal rum oder lasst ein Abo da. Es gibt nämlich definitiv noch mehrere Rezensionen. Und damit sage ich jetzt vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye!